Am 8. Juli 2014 wurde Miroslav Klose in Belo Horizonte beim dramatischen 7:1 Halbfinalsieg der Deutschen gegen den Gastgeber Brasilien zum besten Torschützen in der Geschichte der FIFA-Weltmeisterschaft. Dem Moment, wo ich das 2:0 gemacht habe, beim ersten Schuss hat es ja nicht funktioniert, sondern erst beim zweiten Anlauf, das habe ich nicht so realisiert. Aber dann nach dem Spiel natürlich war mir da schon bewusst, dass ich da irgendwas erreicht habe, was noch keiner geschafft hatte. An jenem Tag brach Klose den Rekord des brasilianischen Stars Ronaldo, der zwischen 1998 und 2006 15 Tore erzielt hatte. Zuvor hatte Klose in demselben Turnier seinen Landsmann und Helden Gerd Müller übertroffen, der bei den FIFA-Weltmeisterschaften 1970 und 1974 14 Tore geschossen hatte. Wenn man jetzt Miroslav Klose sieht und dann jetzt Ronaldo und Gerd Müller hört, weiß keiner, wer Miroslav Klose ist. Deswegen, es sind faszinierende Spieler und ich hatte ja das Glück, Gerd Müller selbst kennengelernt zu haben bei Bayern München und mit Ronaldo habe ich des Öfteren gesprochen und der war dann leider bei 7:1 im Halbfinale in Brasilien, war dann auch selbst im Stadion, wo ich das 16. Tor mache. Ich glaube, wenn man die ganze Geschichte sich anschaut, wo ich angefangen habe und wo es dann alles geendet ist, muss man schon sagen, das ist das, was ich mir natürlich als kleiner Junge nur erträumt habe. Erst mit 8 Jahren zog Klose in das Land, das ihn berühmt gemacht hat. Und erst in diesem Alter begann er, Deutsch zu sprechen. Ich bin in Polen geboren. Ich mache da kein Hehl draus. Und es ist, glaube ich, auch ein Stück weit das, was mich so ein bisschen auf dem Boden hält. Ja. Also dieser polnische Zug, sag ich mal, dieser polnische Charakter, ja, diese Bodenständigkeit. Schon früh in seiner Karriere beim Bundesligaverein 1. FC Kaiserslautern wurde er in die Nationalmannschaft berufen und er entschied sich, für Deutschland zu spielen. Und nur 15 Monate nach seinem Nationalmannschaftsdebüt wurde er für das deutsche Aufgebot für die FIFA-Weltmeisterschaft 2002 nominiert. Im ersten Gruppenspiel gegen Saudi-Arabien schaffte er beim 8:0-Sieg einen sensationellen Kopfball-Hattrick. War natürlich recht jung, meine erste WM und alles war für mich neu. Das Turnier war unglaublich. Also nicht nur, weil es jetzt einen super Start hatte mit den 3 Toren, sondern dieser Teamgeist, weil ich immer wieder unseren Teamgeist anspreche. Das war schon unglaublich. Aber ich kann mich noch mehr wie das Spiel, kann ich mich an die Nacht danach erinnern, dass mir so schlecht war nach dem ersten. Da waren so viele Emotionen. Und ich weiß, dass ich da die ganze Nacht wach lag und musste irgendwelche Tabletten essen. Er lernte schnell, mit diesen Gefühlen umzugehen. Und er erzielte 2 weitere Tore in der Gruppenphase. 1 gegen Irland und 1 gegen Kamerun. Und obwohl er bis zum Ende des Turniers kein weiteres Tor erzielte, spielte der 24-Jährige bei jedem Spiel von Anfang an. Einschließlich seines ersten FIFA-Weltmeisterschaftsfinales, bei dem er einen Eindruck davon bekam, wie es ist, beim größten Fußballspiel der Welt besiegt zu werden, als Ronaldo, dessen Torrekord Klose später brechen sollte, beim 2:0-Sieg der Brasilianer beide Tore erzielte. Vier Jahre später war Deutschland mit einem neuen Trainer und neuen Spielern Gastgeber der FIFA-Weltmeisterschaft. Und der Mann, von dem die Tore für sein Land erwartet wurden, war Klose. War schon ein ganz besonderer Druck. Und ich meine, überall, wo wir hingekommen sind, sind wir halt frenetisch gefeiert worden. Und die ganz um unser Hotel rum waren immer Fans da. Und eine Heim-WM erlebt man nicht alle Tage. Ja. Das hat man, wenn überhaupt, einmal die Möglichkeit. Und das war schon leider Schluss gegen Italien im Halbfinale. Aber haben wir uns natürlich alle was anderes erhofft. Aber das ist halt Fußball, man kann das nicht so planen. Obwohl Klose den WM-Pokal nicht gewann, wurde er mit dem goldenen Schuh ausgezeichnet, nachdem er sein 10. Weltmeisterschaftstor erzielt hatte. Er war ein Kopfballspezialist und beidfüßiger Spieler, der im Strafraum nur schwer zu stoppen war. Mit 28 Jahren hatte er sich ohne jegliche Allüren als einer der gefährlichsten Torjäger der Welt etabliert. Ich glaube, das sind so viele
Sachen, die da eine Rolle spielen. Durch die Mitte kommt der Ball von außen und wie verhält sich, was ich speziell immer darauf achte, wie verhält sich der Verteidiger? Sprechen die miteinander? Wo kann ich bei ihm in den Rücken gehen? Ja? Und das sind viele Momente. Und das, wenn man das ein Tor dann erzielt und das dann umsetzen kann, was man sich dann auch vornimmt, dann ist es was Besonderes. Und ja, das ist dann so eine innere Befriedigung. Klose ist nicht nur der erfolgreichste Torschütze der FIFA-Weltmeisterschaft, sondern auch der Rekordtorjäger der deutschen Nationalmannschaft. Seine 71 Tore für sein Land feierte er oft so. Ganz am Anfang in der Jugend war es eine Wette. War es eine Wette mit einem Freund, der hatte dann in der ersten Mannschaft nach jedem Tor ein Salto gemacht. Und ich habe ihm dann gesagt, wenn ich irgendwann mal in der Bundesliga spiele, mache ich auch ein Salto nach meinem ersten Tor. Und dann, wo es dann ja, sich so ein bisschen ausgezeichnet hat, dass ich dann Bundesligaspieler werde, habe ich gesagt, muss ich langsam mal den Salto üben. Und dann habe ich dann auch eine Turnmatte genommen, erst so eine dickere, dann eine dünnere. Und letztendlich konnte ich ihn so stehen und musste dann meine Wette natürlich einlösen. 2010 in Südafrika bildete Klose erneut die Sturmspitze der deutschen Offensive. Er erzielte beim dritten Turnier in Folge im ersten Spiel seines Landes ein Tor, dieses Mal gegen Australien. Aber beim nächsten Spiel gegen Serbien wurde er mit Gelb-Rot vom Platz gestellt. Bei seiner Rückkehr traf er im Achtelfinale auf England und erzielte bei dem mühelosen 4:1-Sieg ein weiteres Tor. Als nächstes sollte er bei seinem 100. Spiel für Deutschland gegen Argentinien antreten. Das weiß ich noch, wie wir da aus der Kabine rausgekommen sind. Und die haben ja da Musik gespielt und gesungen und alles. Und wir wussten, was auf uns zukommt. Ja, wir wussten aber auch, wie wir sie schlagen können. Ja. Und dann gehen wir 1-0 in Führung. Und dann war das natürlich unser Spielstil, ja, unser Fußball, den wir halt spielen wollten, offensiv spielen. Und das hat ja die ganze WM über 16 Tore, der Offensivfußball, das prägt unsere Mannschaft, ja, diesen Stil. Klose erzielte 2 von Deutschlands 4 Toren beim brillanten 4:0-Sieg gegen Argentinien, die für viele der Favorit gewesen waren. Doch dann war für sein Land erneut Endstation im Halbfinale, wo sie gegen den späteren Weltmeister Spanien verloren. Nach einem zweiten Platz und 2 Drittplatzierungen sollte Klose noch eine Chance erhalten, die FIFA-Weltmeisterschaft zu gewinnen und Ronaldos Torrekord zu brechen. Natürlich habe ich mir vorgenommen, dann, wenn ich die Möglichkeit habe, dann bei der letzten WM noch mindestens 2 Tore zu schießen. Dann wollte ich es natürlich machen und da alleine vorne zu sein, aber das war nicht mein Ziel. Ich habe es oft genug angesprochen, dass mein Ziel ist, Weltmeister zu werden. Das war mein oberstes Ziel. Im Spiel gegen Ghana stellte Klose die Rekorde von Pelé und Uwe Seeler ein, die ebenfalls bei 4 FIFA-Weltmeisterschaften getroffen hatten. Und auch Ronaldo hatte er mit seinem 15. WM-Tor eingeholt. Den Torrekord brach der damals 36-Jährige dann im außergewöhnlichen Halbfinale gegen Brasilien. Im Finale spielte er von Anfang an, aber es gelang ihm und dem deutschen Team nicht, die argentinische Verteidigung in der regulären Spielzeit zu durchbrechen. Nach 88 Minuten wurde er durch Mario Götze ersetzt, als das Spiel beim Stand von 0:0 auf Messerschneide stand. Ich habe ihm gesagt, dass ich sicher bin, dass er das Spiel entscheidet. Das habe ich in dem Moment gesagt. Ich habe es ihm vor dem Spiel gesagt. Ich habe es ihm auch danach in der Kabine nochmal gesagt. Ich wusste es. Ich wusste es, weil es ist immer einer oben, der schaut zu. Und wenn ein Spieler sich das verdient hat, dann ist es er, weil er wirklich mit den jungen Jahren schon so professionell an sich arbeitet und das fasziniert mich. Und Kloses Worte erwiesen sich als prophetisch, denn in der 113. Minute erzielte Götze tatsächlich das einzige Tor des Spiels, was den Deutschen ihren 4. FIFA-Weltmeisterschaftstitel einbrachte. Nationalmannschaft ist ja grundsätzlich was ganz Besonderes und wenn man dann die Möglichkeit hat, ein Turnier zu spielen und dann nimmt man sich vor, als Stürmer natürlich der Mannschaft zu helfen und ein Tor zu erzielen, aber es gibt nichts Schöneres, wenn man mit seiner Mannschaft erfolgreich ist und dann einen Titel in den Himmel stemmen kann, sprich ein WM-Pokal ist. Das bleibt, das ist eine Erinnerung, da denkt man so oft drüber nach. Oben auf dem Podest, auf der Tribüne, wo dann
kurz bevor die Pokalübergabe war, dann habe ich mich da hingesetzt. Und dann habe ich da runtergeschaut und mein großes Ziel war, nach dem WM nicht von unten wieder hochzuschauen und den anderen zuzusehen, sondern von oben den anderen zuzusehen und zwar als Weltmeister. Ja. Das war mein großes Ziel und dann ist das alles so auf mich runtergeprasselt und das war sehr, sehr emotional. Und schließlich endete Miroslav Kloses Nationalmannschaftskarriere auf ihrem Höhepunkt. Er war der erfolgreichste Torjäger in der Geschichte der FIFA-Weltmeisterschaft. Aber was für ihn noch bedeutsamer war, er hatte auch die FIFA-Weltmeisterschaft gewonnen.